nach den Hygienekonzept, das die Liga vorgelegt hat, denke ich schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Geisterspiele wagen können. Deswegen wäre denkbar, dass wir vielleicht frühestens ab 9. Mai, am Wochenende, überlegen, eine solche Geisterrunde zu spielen. Wichtig ist für mich nochmal, dass auch das Robert-Koch-Institut und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da nochmal drüber schaut. Die Länder können ja quasi über die Hygiene in ihren Bundesliga-Stadien mitdiskutieren. Also beispielsweise in München, in Nürnberg, in Fürth, in Augsburg oder in zweiter Liga Regensburg bei uns. Aber das Gesamtbild und die Gesamtgarantie muss dann sozusagen der Bund mit übernehmen, das Robert-Koch-Institut. Also deswegen ist für mich in der Abwägung schwierige Entscheidung, soll man machen. Sicherheit auf der einen Seite. Andererseits glaube ich, das sage ich als selbst großer Fußballfan, ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Und deswegen könnte ich mir so eine Geisterspielrunde da schon vorstellen. Aber wie gesagt, es ist eine Abwägung mit 51-49%, aber dann doch am Ende für die Möglichkeit, dass die Bundesliga unter den Bedingungen stattfinden kann. Armin Laschet, wir haben jetzt gerade aus München gehört, der 9. Mai ist ein denkbares Datum. Wir wissen, es hat heute da diverse Abstimmungsrunden zugegeben, auch für Sie vorstellbar. Also zunächst mal hat Markus Söder in der Beschreibung völlig recht. Wir müssen auch den Menschen in diesen Tagen sagen, wir müssen uns auch jetzt, wo die ersten Läden öffnen, wo in den ersten Schulen das Leben wieder beginnt, klar machen, das Virus ist noch nicht besiegt. Wir müssen weiter eindämmen. Wir müssen alles tun, damit die Regeln, die wir in den letzten Wochen gelernt haben, eingehalten werden. Und insofern gilt das auch für die Bundesliga. Da müssen wir sehr genau hinschauen. Das tut auch das Konzept der DFL. Unter welchen Hygienebedingungen, unter welchen strengen Regeln findet denn der Trainingsbetrieb statt? Wie verhalten sich die Spieler auch in ihrem Privatleben? Auch dazu sind Antworten in dem Konzept. Und wie sollen dann die eigentlichen Spiele stattfinden? Wir werden da am Ende auch noch mal einen Konsens der Länder brauchen. Ich denke, Sie haben uns beide jetzt gefragt, weil Nordrhein-Westfalen und Bayern sehr viele Bundesliga-Vereine haben, Nordrhein-Westfalen alleine 7 Vereine. Und ich glaube, dass die Einschätzung von Markus Söder richtig ist, vor dem 9. Mai auf keinen Fall. Das ist auch nach der nächsten Runde mit der Bundeskanzlerin, wo wir ja noch mal über die Gesamtlage in Deutschland sprechen wollen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch mal die Prüfung des Konzepts, auch durch den Bundesgesundheitsminister und seine Behörden. Aber nach der Prüfung bei uns im Land würde ich sagen, ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte.